Liebe Umdenkerinnen, liebe Umdenker, heute ist es wieder Zeit für den nächsten Impuls zum Umdenken in der Corona-Krise, sodass wir stark da durchkommen und gestärkt hervorgehen. Der heutige Tagesimpuls heißt Dankbarkeit. Das fällt uns vielleicht manchmal ein bisschen schwer, da wir sehr, sehr stark eingeschränkt sind in unserem Tun, in unserem Alltag. Wir können ja ganz wenig nur noch selbst bestimmen. Aber ich möchte heute nochmal auf jeden Fall dankbar sein und auch mal den Dank aussprechen an diejenigen, die tagtäglich für unsere Versorgung da sind. Lebensmittelläden, Busse, Bahnen, alles, was noch irgendwo am Laufen gehalten wird. Natürlich die Pflegerinnen, die Ärzte. Sie haben das sicherlich auch schon ganz oft gehört in den sozialen Medien, auch in den Nachrichten rauf und runter. Aber ich finde, man kann das nicht oft genug sagen. All diese Menschen setzen sich jeden Tag einer höheren Ansteckungsgefahr aus. Das dürfen wir uns immer so ein bisschen bewusst machen. Nicht nur wir sind gefährdet, wenn wir rausgehen. Andere sind den ganzen Tag auf ihrer Arbeit und sorgen dafür, dass wir Essen, Trinken haben, dass es uns zu Hause dann nachher gut geht. Ja, das ist das eine. Und der andere Punkt ist, wir können dankbar sein für die Sonne. Ja, stellen Sie sich vor, es wäre jetzt ja zu den, ich sag mal, Problemen, die sowieso jeder für sich hat, das Päckchen, was jeder gerade zu tragen hat, dann auch noch grau und triest und regnerisch und windig. Ja, windig ist es jetzt auch, aber die Sonne scheint. Wir haben die Möglichkeit, rauszugehen auch. Ja, ein Stück weit vor die Haustür, die Natur zu genießen, wo es möglich ist. Und dafür, ja, können wir vielleicht auch ein bisschen dankbar sein. Wir können das auch damit verbinden, Vitamin D zu tanken und auf diese Weise für unsere Gesundheit zu sorgen. Ja, die Sonne macht unsere Tage ein bisschen heller und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Vielleicht sind Sie es auch. In dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und halten Sie weiter fest zusammen. Tschüss!